gezeigt. Du solltest dich diskret verhalten und nicht mitten auf dem Basar rumbrüllen. Sie haben mich überrascht. Woher sollte ich wissen, dass Sie eine Schere haben? Sophie, du willst mit mir reden? Ich habe einiges von dir gehört. Gute oder schlechte Dinge? Nützliche Dinge. Daher glaube ich, dass ich dir eine Chance geben sollte. Was schlägst du vor? Geh zu einem der Meisterhandwerker, Alberto oder Vincenzo. Beide wissen, wo es die reinsten Kristalle gibt. Ich brauche ein paar davon. Für eine besondere Transaktion. Alberto und Vincenzo? Erzähl mir mehr über sie. Vater und Sohn. Alberto, der Vater, jammert die ganze Zeit. Vor der Stunde Null hatte er eine Werkstatt und haufenweise Geld. Vincenzo, sein Sohn, ist ein wenig schüchtern. Sie sind beide Handwerker und clever. Solche, die aus einem Kaugummi und einem Stück Schnur eine Armbanduhr machen. Du sagtest, du seist verantwortlich für die Sicherheit des Basars. Was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder PK, der unsere Gemeinde freier Menschen bedroht, sich darauf verlassen kann, dass ich ihm den Schädel einschlage. So wie Karl euch beschrieben hat, klangt ihr eher wie Pazifisten. Wir versuchen, die alten Regeln über Bord zu werfen und eine neue Ära der Menschheit einzuläuten. Es ist eine echte Revolution. Und jede Revolution braucht zwei Dinge, um erfolgreich zu sein. Ideologie und eine bewaffnete Einheit, um sie durchzusetzen. Eine besondere Transaktion. Gibt es was, was ich darüber wissen sollte? Neugier ist der erste Schritt auf dem Weg in die Hölle, sagt Karl. Glaubst du daran? Ich glaube daran, Fremden nicht zu vertrauen. Und das ist genau das, was du bist. Zumindest im Augenblick. Finde erst mal raus, wo die Kristalle sind. Dann sehen wir weiter. Diese Kristalle, was hat es mit denen auf sich? Sie entstanden bei der chemischen Bombardierung der Stadt. Eine Art Nebenwirkung. Die Leute glauben, wenn man sie trägt, infiziert man sich langsamer. Das glaube ich zwar nicht, aber versuchen kann man's ja mal. Und deshalb sind sie so wichtig für euch? Da gibt es auch noch andere Gründe. Sie sind schwer zu bekommen, schwer zu zerstören und weil sie so schön sind, kommt man nicht von ihnen los, hm? Und vor allem sind es richtige Objekte. Sie sind viel realer als Papier oder altes Geld. Deshalb sind sie ja auch so teuer. Also schön. Ich rede mit diesen Meisterhandwerkern. Sie sind auf dem Basar. Mach deine Arbeit gut und wir können über größere Aufgaben reden. Damals hatte ich eine Werkstatt, Papa. Ja, eine Werkstatt. Und wo ist sie? Das hier sieht nicht aus wie eine, Alberto. Ja, so sollte ich wohl lieber keine Versprechen machen. Sophie schickt mich. Sie meint, ihr wüsstet, wo man Kristalle finden kann. Oh, meine Fresse! Die haben tatsächlich schon einen von ihren Dumpf... Dumpfbacken? Wen? Der Typ. Sophies Bruder. Wie hieß der Arsch nochmal? Barney. Das Arschloch heißt Barney. Und er hat dieselbe Frage gestellt. Nach einer Dark Zone mit Kristallen. Na, davon wusste ich nichts. Und wo ist diese Dark Zone? Sie ist 100... Papa, darf ich? Na, bitte. 100 Meter von der U-Bahn entfernt. Da ist ein großes Schild, auf dem Fashion Store steht. Und ein Windrad auf der anderen Straßenseite. Na, danke. Willkommen, lieber Kunde. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hast du nicht darüber nachgedacht, den Job zu wechseln? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Was soll das? Lass mich rein! Hörst du mich, Damien? Mach die Tür auf.
Nun, wie sieht es aus? Ich kenne den Ort, aber wie ich gehört habe, hat dein Bruder schon danach gefragt. Herman, schau mal nach, ob Barney seinen Funk anhat. Barney? Sag was! Barney! Verdammt! Deshalb ist er also nicht zu erreichen. Er sucht auf eigene Faust nach den Kristallen und wirft uns wieder Steine in den Weg. Ich nehme an, das ist nicht das erste Mal. Nein. Er versucht immer, sich zu beweisen. Das letzte Mal wurde er dabei verletzt. Ist noch gar nicht so lange her. Ach, dieser Mistkerl! Ich bring ihn um! Ich bring ihn um! Warum machst du dir Vorwürfe? Jeder ist seines Glückes Schmied. Hör mal, du hast es ja selbst gesagt. Du bist noch neu hier. Du weißt nicht besonders viel. Ich bin hier für die Sicherheit verantwortlich. Und er ist mein Bruder. Ich habe versprochen, auf ihn aufzupassen. Versprochen? Wem versprochen? Vergiss es. Wenn Barney wieder hier ist, kann er was erleben. Wie hat sich Barney denn verletzt? Wollte er mir nicht erzählen. Schätze, die PKs haben ihn erwischt. Dein Bruder hat Geheimnisse vor dir? Das geht dich überhaupt nichts an. Barney, geh endlich ran! Ach, verdammt nochmal! Wenn er in seinem Zustand in deine Dark Zone gegangen ist, dann war's das für ihn. Ich kann ihn suchen gehen. Du? Ich war schon einmal in einer Dark Zone, im GRE-Krankenhaus. Im St. Joseph-Krankenhaus? Echt? Wenn du ihn rettest, wirst du es nicht bereuen. Du hast noch Zeit. Barney wird vermutlich bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Am Tag in eine Dark Zone zu gehen, wäre Harakiri. Bring ihn einfach unbeschadet wieder zurück. Ich tue mein Bestes. Viel Glück. So viel arbeiten interessante Personen. Ein Pilger zum Beispiel. Aiden! Pilger, komm bitte her. Carl, du wolltest mit mir sprechen? Weißt du, Pilger, ich bin kein sehr gläubiger Mensch. Das war aber nicht immer so. Kennst du die Geschichte aus der Bibel von Daniel und den Löwen? Nein, kenne ich nicht. Erzähl sie mir doch. Daniel war also ein gläubiger Mann. Betete dreimal am Tag und ließ kein Gebet aus. Selbst als sein König allen verbot, jemand anderen als ihn selbst anzubeten. Daniel hörte jedoch nicht auf ihn und wurde dazu verurteilt, den Löwen zum Fraß vorgeworfen zu werden. Und aus einer Löwengrube kommt man selten lebend raus. Und als die Ankläger nach einer ganzen Nacht in die Grube blickten, sahen sie, dass Daniel noch immer am Leben war und dass es ihm gut ging. Nicht, weil er alle Löwen getötet hatte. Und auch nicht, weil er entkommen war. Nein. Gott schickte ihm einen Engel, um den Löwen das Maul zu schließen. Und so wurde Daniel gerettet. Nachdem er die wahre Macht von Daniels Gott erlebt hatte, befahl der König, die Ankläger in die Grube zu werfen, samt ihrer Ehefrauen und Kinder. Ist das eine Metapher? Die PKs sind hier die Löwen, oder? Ja. Die große Frage ist aber, wofür steht Gott hier? Ich würde sagen Gerechtigkeit. Das würde ich auch sagen. Aber warum erzählst du mir das? Weil ich weiß, dass Sophie, meine rechte Hand, derzeit einen Plan gegen die PKs schmiedet. Sie will die Löwen töten. Woher weißt du das? Weil ich die Gabe der Beobachtung habe. Und weil ich sie kenne. Und weil sie keinen Hehl draus macht. Die Wahrheit ist, ich mache mir Sorgen um sie. Sie ist gutherzig, aber auch temperamentvoll. Und sie hört nicht mehr auf mich. Vielleicht hört sie aber auf dich. Und was soll ich ihr sagen? Provoziere nicht die Löwen. Dann wird uns letztlich Gerechtigkeit widerfahren. Falls sie uns aber in die Höhle des Löwen führt, wird es keinen Engel geben, der uns hilft. Wir werden alle sterben. Wir, unsere Angehörigen, einfach alle. Die PKs werden uns verschlingen. Ich verstehe, dass du Angst hast. Sophie hat aber ihren eigenen Kopf. Sie wird tun, was sie für richtig hält. Das stimmt vermutlich. Ich kann niemanden dazu zwingen, etwas gegen seinen Willen zu tun. Das ist die Art eines Tyrannen, nicht eines Anführers.
Vielleicht sollte ich mich auf das konzentrieren, was ich tun kann und nicht, was andere tun sollten. Vielen Dank für das Gespräch, Aiden. Das war ziemlich erleuchtend. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Gerüchte über Nightrunner, die sich aus der Asche erheben. Menschen brauchen Hoffnung. Guter Gott, nimm Erika bei dir. Wonach sieht es denn aus, Arschloch? Hallo. Probe für den großen Abend? Wo kommst du denn her, Hübscher? Ich hab dich, singen hören. Mach Lola nichts vor, Schnucki. Wette, du dachtest, da würde jemand eine Katze strangulieren. Nein, gar nicht. Siehst du diesen Hals? Solltest du nicht. Normalerweise ist er eingewickelt in die weicheste, erlesenste Nerz-Dola. Lola war die Grande Dame des Bazars. Aber ehe sie nicht wieder mit ihrer geliebten Nerz-Dola vereint ist, kann sie unmöglich auftreten. Aber wie soll Lola denn jemanden ohne ihre geliebte Nerz-Dola bezaubern? Ohne sie treffe ich die hohen Töne nicht. Und man sieht nicht gerade überall Nerze herumhüpfen, oder? Wo ist sie? Vorhin kam eine starke Böe, riss sie von Lolas zarter Kehle und trug sie davon. Ich sah sie am Gerüst in der Nähe der GRE-Quarantäne flattern. Ecke Market und Horseshoe.
Lola ist machtlos und kann sie nicht bergen. Ich könnte das. Würdest du? Lola könnte zurück zum Bazar, um zu unterhalten, statt Kinder wie ein lauernder Screamer zu erschrecken. Das können wir nicht zulassen. Nein, absolut nicht. Ich danke dir, meine Ritter in Strahlen, der... was auch immer du da anhast. Ich erwarte dich auf dem Bazar. Beeilung! Meine Fans warten! Und sie ist weg, schon wieder. Hab sie! Oh, sieht mehr nach Eichhörnchen als nach Nerz aus. Na, ich sollte schnell zum Bazar und sie Lola zurückbringen. Thank you.
Für die Peacekeeper bist du tot. Das ist ein beschissenes Spiel. Ich hoffe, wir finden schnell den Werder von Kommando. Die Stimmung auf dem Wasser verschlechtert sich. Bitte.
Mein teurer Nerz. Oh, du bist wirklich ein Geschenk des Himmels. Lola ist wieder komplett. Du verdienst eine Belohnung. Soll Lola dich mit einem Lied belohnen? Klar, warum nicht? Ich schlafe und ich träume von dir. Ich wünschte, du wärst hier. An meiner Seite hier. Ich wache auf und fühle deine Lippen. Deine Hände an meinen Rippen. Mein Herz am Ausflippen. Bist du nicht hypnotisiert? Bist du nicht verzaubert von Lolas Stimme? Absolut. Das war nicht von dieser Welt. Was für ein Kompliment. Du bist so ein lieber Junge. Und ein sehr schlechter Lügner. Aber Lola schätzt deine Freundlichkeit. Du verdienst ohnehin eine bessere Belohnung als nur ein Lied. Nimm das mit Lolas tiefster Dankbarkeit. Danke. Du, bekommst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Belohnung.